Film her zuerst. Ja. Zeigt den Film und das ist im Prinzip das Experiment, das der Dr. Möller dann durchführen wird. Ja. Wir haben jetzt eigentlich das ist ja besonders groß. Hier wird der Dr. Möller Eis einfüllen. Dann kommt ein Netzchen hinein, das im Prinzip verhindert, dass das Eis durch seinen Auftritt nach oben geht. Also im Wesentlichen, wenn der Wasser reingeht, wird das Eis ja oben schwimmen. Ich will aber unten Eis, dann Wasser und oben von dem Bunsenbrenner, wo ich die Flüssigkeit zum Kochen bringe. Also, und dann habe ich einen Temperaturstab. Also hier sehen Sie, oben sieht man das Wasser, da ist das Wasser flüssig und hier ist es eisförmig. Und also Eiswasser gemischt hier und jetzt fahrt er dann mit einem Temperaturstab hinein und misst die Temperatur da oben und da unten und sieht, dass das sozusagen mehr oder weniger da unten, wenn man berührt und so weiter, in der Gegend von knapp über 0 Grad, auch da normal und da oben sieht er das Ganze. Ne? Das ist sozusagen die Demonstration der geringen Wärmeleitfähigkeit von Wasser, wenn ich verhindere, dass es Konvektion gibt. Und das nutzt man hier, wenn ich das hier aufsteigen. Das ist also eines Experiment, das wir machen werden. Und das zweite Experiment, das wir machen werden, ist ein ähnliches wie das hier. Das ist dem, hier habe ich also Helium und Luft. Also momentan habe ich Luft und in beiden sozusagen glüht sozusagen eine Glühbirne und wird mit Strom durchflossen, glüht. Und wenn ich also hier da Helium von unten hineinlasse, dann sehen Sie, wie plötzlich hier sozusagen, obwohl derselbe Strom nach wie vor fließt, sozusagen das wesentlich besser abgeleitet wird durch die Wärmeleitfähigkeit von Helium. Und deshalb die Glühwendung viel weniger stark glüht wie in Luft. Wir werden das Helium verwenden, wir werden das evakuieren. Also das sind die Experimente, die Sie jetzt erwarten. Und dazu schalte ich um auf